gibt durchaus Sportarten, die zu höheren Stressbelastungen der Bänder führen im Kniegelenk. Das sind typischerweise Stop-and-Go-Sportarten, also Sportarten wie Hallensport, wo man mit dem Fuß abbremst, der Körper eine Drehbewegung macht und man dann in eine andere Richtung weiterläuft. Bei dieser Bewegung kommt es zu hohen Dreh- und Scherkräften im Kniegelenk, die die Bänder manchmal an die Grenze ihrer Haltbarkeit führen. Es gibt sportartenspezifische Präventionsprogramme, das heißt gesund meinen Sport ausüben, gesund fürs Kniegelenk. Zum Beispiel darauf achten, dass ich bei einer Abstoppbewegung nicht in eine X-Beinstellung des Kniegelenkes kippe, sondern dass das Knie gerade bleibt und dass die Muskelgruppen, die mit dem vorderen Kreuzband zusammenspielen, das sind insbesondere die Beugemuskeln an der Rückseite des Oberschenkels, gut trainiert sind und dass die Kommunikation der Muskeln untereinander gut trainiert ist, was wir als Tiefensensibilität bezeichnen. Die Operation, bei der das vordere Kreuzband ersetzt wird, ist nur der Startschuss für eine umfangreiche Rehabilitation. Und zu der Rehabilitation gehört die Kräftigung der knieübergreifenden Muskulatur, die Kommunikation der Muskeln untereinander und ein sportartenspezifisches Training. Und entscheidend ist, bevor man wieder in den aktiven Sport, in den Wettkampfsport eintritt, dass man eine Testbatterie durchläuft. Das nennt man Return to Sports oder Return to Competition Test, wo man guckt, ob die funktionelle Rehabilitation des Kniegelenkes auch wieder richtig hergestellt ist.